Hallo und herzlich willkommen mit Reisende durch das Universum zu Operation Ogfloor. Ich weiß, das gab es jetzt erst vor einigen Tagen, aber ich sehe keinen Grund, großartig zu warten und auch keinen Grund, allzu lange hier zu erzählen. Von daher gehen wir einfach mal weiter und ich habe keine Ahnung mehr so recht, wo ich hier lang muss. Muss ich dadurch? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal hier nach oben und gönnen uns diesen schönen Weg, den ich eben schon gesehen habe und der gar nicht mal so schön ist. So. Wäre peinlich gewesen, wenn ich da direkt gestorben wäre, aber passieren kann es ja bekanntlich. Okay. Ah, ist das das Nest von diesen Wesen? Diese penetranten. Oh mein Gott, was geht hier ab? Oh. Never mind. Okay, so kommt man hier hin. Das ist gut zu wissen. Darauf wäre ich tatsächlich nie gekommen. So kann ich darauf landen. Nein, das ist tatsächlich nichts, wo man drauf landen könnte. Und, oh. Ein Leben. Wunderbar. Da oben sieht es so aus, als ob es weitergehen würde. Von daher würde ich tatsächlich sagen, gehen wir erstmal wieder zurück. Weil wir, glaube ich, noch gar nicht alles irgendwie erkundet hatten. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, das war gottgleiches Timing. Das muss ich auf jeden Fall schon mal sagen. Das war richtig gut gemacht. Ja, aber ja, wenn man den Sprung nicht schafft, dann darf man sich nicht wundern. So. Hier oben war doch noch was, wo ich nicht lang gegangen bin. Oder? Okay, da war es auf jeden Fall Tod und Verderben in Form von dem netten Wesen. Oder war ich hier oben schon? Wow. Das war in der Tat sehr, sehr knapp. Okay, dieses Mal hat es nicht funktioniert. Okay. Okay. Ich habe natürlich nicht gespeichert. Warum auch? Speichern wird bekanntlich überbewertet, kennt man. Obwohl, ich glaube, ich speichere schon oft genug ab. Von daher, so. Wir speichern jetzt einfach mal an dieser Stelle ab. Weil da unser Freund herumfliegt, der da uns nichts Gutes möchte. Kann man den eigentlich abschießen? Ich mach's jetzt einfach mal nicht. Da ist ein Key. Ich habe das Gefühl, wir sollten hier sein. So ein bisschen habe ich das Gefühl. Okay, kann der in das Secret fliegen? Und wenn ja, bin ich des Todes? So, was haben wir hier? Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Auf jeden Fall war das gut, da lang zu gehen. Und ebenso gut, sich den Schuss da zu sparen. So, jetzt haben wir den Key. Wir müssen nach oben. Also gehen die erstmal nach unten. Apropos, unten war schon mal, oder? Nee, ich glaube, ich bin noch nicht durch die Tür gegangen. Also, von daher. Ich will ja alles sehen. Also, das ist, denke ich, klar. Ja, genau, hier war ich nur mal am gucken. Ist auch eine Berührung da tödlich? Nee. Das macht diese Stelle deutlich einfacher. Fast schon unnötig einfach. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, weil das Ding da rumfliegt und ja.
Ist das ein offizieller Weg? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte die Hoffnung, dass das anders fliegt, aber meine Hoffnung wurde zerschlagen. Das war in der Tat sehr knapp. Ich hatte einen Key gefunden, ja. Wir gucken mal, ob hier noch irgendwas ist. Ein Secret, nehme ich gerne mit. So, den... Oh, das ist... Ah! Hä? Aber jetzt... Was war mit dem anderen Weg? Okay. Wir speichern mal hier gerade ab. Moment, warum schließe ich das? Weil ich möchte tatsächlich sehen, was beim anderen Weg noch so ist. Ich hätte jetzt, irgendwie absolut nicht damit gerechnet. Also wirklich nicht. Das sah jetzt überhaupt nicht aus wie das Ende des Levels. Also so gar nicht. Ich hätte gedacht, das Level geht hier oben zu Ende. Also, das hätte irgendwie vom Levelaufbau her irgendwie mehr Sinn ergeben, als dass es irgendwie da unten aufhört. Vor allem der gesamte Aufbau da unten hat doch schon so gewirkt, als ob, naja. Okay, sind hier wirklich nur Punkte? Dann weiß ich nämlich nicht, ob ich mir das nicht lieber sparen möchte, weil ich glaube, hier zumindest den einen Clown muss ich abschießen, den da, den ich gerade wunderbar nicht getroffen habe. Also wenn hier Schuss wären, würde ich es mir vielleicht noch überlegen, ob ich hier lang gehen möchte. Okay. Ich habe jetzt nicht allzu viel Schuss und so. Und hier scheint wohl absolut sonst nichts zu sein. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt irgendwie auch nur im entferntesten lohnt. Na gut, ein paar Punkte für einen Schuss. Man könnte vielleicht schon sagen, dass sich das lohnt. Ein guter Punkt ist, ich habe jetzt nicht so viel Schuss. So. Hier hinter ist irgendwas. Also kann man da irgendwie drüber springen? Oder ist es einfach nur eine designtechnische Entscheidung? Vielleicht ist es nur eine designtechnische Entscheidung, aber ich habe den Sprung geschafft. Also so ist der Sprung machbar. Das Problem ist, ich muss den Sprung nur schaffen, während das Vieh nicht... Okay, ein Leben ist da. Die gute Frage ist, kriege ich das hin, mir das Leben zu holen, ohne einen Schuss zu investieren? Glaubt, das ist schon so designt, dass es nicht geht. Das Leben ist mir tatsächlich, da wir ja speichern, jetzt keinen Schuss wert. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Okay, wir haben uns jetzt da oben jetzt trotzdem die Punkte gegönnt. Und wir können ja jetzt schwimmen. Also war ziemlich klar, dass man den Swimsuit hier bekommen muss. Das heißt, wir müssen ihn nicht großartig suchen. Ist hier schon ein Unterwasserlevel oder so? Das ist jetzt tatsächlich kein Level.
aber es ist cool, dass man dahin kann, finde ich auf jeden Fall. Tja, offenbar kein Unterwasser-Level, aber dafür ein normales Level. Schätze ich mal. Entry Borough oder so ähnlich, keine Ahnung. Oh, das ist ja... Kann ich da nicht einfach so drüber springen? Einfach so ist einfach gesagt. Auf jeden Fall. Okay, die Ladezeiten in der Mod sind tatsächlich ein bisschen länger als das, was man gewohnt ist. Von daher speichere ich mal im Level. Okay. Dieser nette Herr schießt. Ist das ein Bergleute-Placement? Okay. Kann man den abschießen? Hier sieht nämlich so aus, als ob das nicht gehen würde. Okay, es geht nicht. Von daher möchte ich mir gerne diese Schuss sparen. Wir gehen jetzt mal hier rein, weil eine weitere Konfrontation mit dem netten Herren oder was auch immer es darstellen will, möchte ich jetzt nicht unbedingt. Ist da ein Secret? Okay, ist da ein Secret? Jetzt schwören können. Nein, okay. Oh Gott. Ich dachte, das wäre ein Schalter. Oder habe ich es noch nicht richtig erwischt? Also einen von beiden muss ich ausschalten, glaube ich. Es ist ein Schalter, okay. Ich glaube, der Freund ist ein bisschen nerviger. Weil er kann so gesehen ja mehrere Bedrohungen gleichzeitig schaffen. Sich selbst und halt, naja, die Sache, die er da halt rausfurzt. Ach, der hat da hingeschissen. Das fand ich aber jetzt nicht okay. Ich habe jetzt gedacht, ach komm, spaß mal mit Schuss oder so. Aber nein. Ich durfte den Schuss jetzt nicht sparen. Die große Preisfrage ist, will ich das überhaupt? Arrgh. Ich dachte, er dreht sich um. Ich dachte wirklich, das war semi-intelligent. Machen wir es einfach so. Investieren wir einen Schuss und jetzt muss ich hier nur lebendig wieder rauskommen. So. Wartet auf dieser Seite auch so ein Knilsch auf mich? Das ist die große, große Preisfrage. Tendenziell nein, okay. Der hängt da fest, das ist für mich nicht unbedingt das Schlechteste. Was ich jetzt vorhabe, ist allerdings das Schlechteste, und zwar plane ich vor der Wissenschaft. Ja, mit ein bisschen Tricks irgendwie so. Ich weiß jetzt nicht, ob mir der da wirklich gut gefällt. Ich weiß schon mal, dass der mir da nicht gut gefällt. Aber naja. So, da muss ich schätzungsweise hin. Oder muss ich hier hin?
da das Exit ist und ich da keinen Weg sehe, wie ich da von hier aus hinkomme, würde ich mal sagen, tendenziell ist das doch nicht der richtige Weg. Also ist das dann doch der Weg der Wahl. So, was erwartet uns hier? Wasser? Okay. Wie muss ich das jetzt hier verstehen? Wasser ist immer noch tödlich, aber ich komme da mit einem normalen Sprung nicht hin. Kommt irgendwann mal hier eine Plattform vorbei, oder? Hey? Hey? Okay. Ich bin überfragt. Okay, da kam ich her. Das bringt mir insofern gar nichts. Richtig intelligent, aber ehrlich gesagt frage ich mich immer noch so wirklich, wohin? Weil hier kann ich ja genauso wenig irgendwo hin, weil hier erwartet mich auch der Tod. Ich habe das Gefühl, ich muss zurück. Ich glaube, ich muss komplett zurück. Ich glaube, das ist so ein Backtracking-Scheiß. Ihr kennt mich ja, ich liebe Backtracking. Ich bin hier ein absoluter großer Fan davon. Besonders wenn ein unbesiegbarer Gegner auf der anderen Seite auf mich wartet, da bin ich ja Feuer und Flamme dafür. Besonders wenn es vom Timing her so scheiße ist, dass ich nur sterben kann. Obwohl, kann ich ja so... Vielleicht könnte man das machen. Praktisch gesehen, sieht so aus, als ob es doch nicht geht. Okay, warten wir mal. Speichern wir an dieser Stelle nochmal. Und hoffen, dass die Plattform sich auch bewegt, wenn wir nicht hinsehen. Was? Ah ja, Door Protection. Ich war schon kurz verwirrt. Wir haben ja die Door Protection und nur die Berührung praktisch mit der obersten Schicht vom Wasser ist hier tödlich. Von daher kurze Verwirrung meinerseits. Es sah erst aus wie ein Gegner. Weil es ein Gegner ist. Okay, was will ich jetzt hier? Was bringt es mir hier zu sein? Also kann ich mit dem Wasserhahn interagieren? Nein, kann ich nicht. So, ich speichere mal. So. Okay. Hier geht es. Ich wollte gerade überlegen, wo geht's denn weiter, aber ja, rechts da ist ein Weg. So ist unser Freund, der läuft gerade da lang. Ja. Genau, das wird bestimmt frustelig. So, wir wissen, wo wir lang müssen. Also muss ich da rechts hoch?
Oder links hoch. Da hat das Ding gerade hingepupupt. Von daher. Okay. Ich weiß nicht, ob sich es gelohnt hat, hier hochzukommen oder ob hier nur Punkte sind. Natürlich sind hier nur Punkte. Hat sich so gesehen also nicht gelohnt. So. Ich habe Angst, dass da wieder so ein unbesiegbarer Gegner ist. Auch wenn das natürlich vollkommen unfair. Ich habe die falsche Taste zuerst gedrückt. Aber ja, natürlich ist da ein Gegner. Okay. Ich muss hier gar nicht lang. Das will man mir also damit sagen, dass ich hier nicht lang muss. Ich muss also hier... Okay. Da bin ich gleichermaßen schuld und nicht schuld. Aber naja. Okay. Vielleicht sollten wir es einfach an der Stelle damit beruhen lassen, dass ich mich absolut nicht konzentrieren kann. Ein kleiner Part für heute, aber das soll euch nicht traurig stimmen, weil ich habe vor, zumindest morgen, direkt wieder ein Part zu machen. Und von daher würde ich einfach sagen an dieser Stelle, ja, auch wenn es ein bisschen kürzer war heute, ja, hat es hoffentlich trotzdem euch gefallen. Ich würde mal sagen, grüßt mir die Sonne und macht's gut. Thank you.